da gemacht. Mist, war falsch. Den wollte ich. Da nochmal zurück. Da Gegenstand auswählen. Mod anbringen. Zielfernrohr. Ziel von der Abbrechen betrachten. Mod auswählen. Hm, anscheinend ist da schon was dran, so wie es ausschaut. Ich gucke nochmal hier in die Waffe. Nicht im Inventar, darüber bitte. Welche Waffe? Mod anbringen. Mod abrufen. Mod-Slots verbessern. Oh, ich blicke jetzt gerade nicht mehr durch. So, wir gehen hier drauf. Wir wählen Gegenstand aus. Das wäre dann ja das Scharfschützengewehr. So. Auswählen. Mod anbringen. Ein Schaft ist dran. Okay. Ach, das sind die Sachen, die... Ja, okay. Jetzt verstehe ich das. Das sind die Sachen, die schon dran sind. Und da können auch zusätzliche Sachen dran, so wie es ausschaut. Na gut, wo haben wir denn die Quest? Da haben wir sie. Die werde ich jetzt noch eben annehmen. Und dann gucken wir mal. Hast du einen Archenjäger namens Nolan gesehen? Zieht mit so einer Iratierin umher. Unser Klient hat was mit ihm zu besprechen. Nolan ist doch der aus der Serie, verdammt. So, was hast du? Auftritt Gesetzeshüter. Begib dich zum Haus des Gesetzeshüters und plane mit Cass und Van Bach den nächsten Schritt. Machen wir doch glatt. Einmal hier schnell runter. Ich weiß jetzt nicht, warum der da sich runter... ja, es geht dich nichts an, wie oder warum ich da dran gekommen bin. Zivilisten erhalten keinen Schutz von E-Rap. Es sei denn, sie haben einen super wichtigen Auftrag. Ich bin Karl von Bach. Alles, was ich tue, ist super wichtig. Du bist ein arroganter Idiot. Schluss damit. Deine Wut schüchtert mich nicht ein. Ich finde sie sexy. Wo hast du dieses süße Mäuschen her? Ich hau dir gleich eine runter. Oh, für solche Spielchen hatte ich nie viel übrig. Aber mit dir probiere ich es gern. Und wenn ich dir eine knall... Ach, das wäre weniger aufregend. Cass, richtig? Wie ich sehe, bist du nüchtern und hast diesmal auch etwas an. Was machst du in meinem Haus? Wir brauchten Hilfe. Wir waren... Ja, ich habe mit Grant gesprochen. Er hat aber nichts davon erzählt, dass du mit einem Archenkern hier an meinem Tisch rumspielst. Du bist ein echter Griesgram, was? Niemand sollte Zugang zu so viel Macht haben. Zu viel für eine Person. Frag mal die von uns, die die Schlacht von Defiance überlebt haben. Ich kann dir versichern, dass ich dieses Massaker nicht wiederholen will. Ich würde es lieber mit einem Sensor treiben, als dir zu helfen, eine Archenmatrix zu finden. Aber ich helfe Captain Grant zuliebe. Ich spreche mit Fallon McNeil, einem hiesigen Archenjäger. Mal sehen, was er weiß. Pass auf, dass niemand den Kern sieht. Du solltest ihn hüten wie deinen Augapfel. Mir egal. Hauptsache, du hilfst mir. Du musst allein klarkommen. Ich hole mir einen Drink im Krater. Ja, damit haben wir dann auf jeden Fall den Gesetzeshüter einmal kennengelernt. Und wir müssen die Archenmatrix jetzt finden, so wie ich das verstanden habe aus der Zwischensequenz. Greife auf den Computer des Gesetzeshüters zu. Ja, das werden wir doch einfach mal machen. Wo ist denn der? Hier hinter uns direkt. Meinetwegen auch das. Ich habe ein paar Infos von John Cooper gefunden. Es heißt, er sei einer der Kriegshelden der Schlacht von Defiance mit dem Spitznamen Die Überlebenden von Defiance. Deine Autorität und sein Ruf wären auf der Suche nach der Matrix ein großer Vorteil für uns. Studien haben gezeigt, dass Archenfälle in der Bay Area den höchsten Anteil an Archentech-Trümmern in Nordamerika haben. Daher sind hier die Chancen höher, eine intakte Matrix für den Archenkern zu finden. Ich habe gerade einen Anruf von diesem Iratus erhalten. Er sagte, er hätte Ärger auf seiner Farm. Dieser alte Bastard will mit einem Gesetzeshüter nichts zu tun haben. Es sei denn, er braucht Selbsthilfe. Geh rüber und sieh mal nach. Ich warte noch auf McNeil. Ja, und
Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt eine Aufnahmepause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich weiter aufnehme, wieder. Es tut mir leid, ihr habt das Gepolter mit Sicherheit gehört im Hintergrund. Ich muss die Katzen jetzt erstmal zusammen treiben und dann mal gucken, was ich mit denen mache. Gut, es tut mir nochmal sehr leid und ich komme heute im Laufe des Tages hoffentlich nochmal wieder zum Weitermachen. Ansonsten war es das fürs Erste und dann muss ich an einem anderen Tag weitermachen. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zur neuen Aufnahmesession von Defiance. Ja, ich hoffe, dass es heute etwas ruhiger läuft bei den Katern. Ich habe die jetzt ein bisschen beschäftigt, damit die etwas müder sind. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch mal wieder ein Stückchen weiterkommen. Beim letzten Mal haben wir ja hier dieses neue Lager entdeckt, wo auch Shops drin sind, wo wir auf den Gesetzeshüter getroffen sind. Und da würde ich sagen, machen wir doch in der Haupthandlung direkt mal weiter. Aber vorher holen wir uns noch ein bisschen Munition. Nee, das war die Karte. Mist. Scheiße. Fängt wieder gut an. So, jetzt aber. So langsam geht's doch mit der Steuerung wieder. Okay, ich bin jetzt nur 2 Schritte gelaufen, aber immerhin. Besser wie nix. Ach du Scheiße, sind das echt 800 Meter, die wir zurücklegen müssen? Da oben schicken wir uns hin. Haben die gelitten. Bevor ich das aber mache, werde ich erst noch mal gucken, ob es vielleicht jetzt eine neue Waffe zu kaufen gibt im Shop, die mich interessieren könnte. Deswegen einmal hier rein. Ja, bravo. Da haben wir die Shops. Gucken wir mal eben. Wir haben zwar jetzt letztens erst neue Waffen bekommen. Oh, was ist das denn? Ach, das sind Raketenwerfer. Raketenwerfer will ich nicht. Oder? Nehme ich den Maximalschaden? Ach komm, den nehmen wir einfach mal mit. Ja. Ja, will ich kaufen. Verkaufen auch nochmal eben. Ne, zum Verkauf haben wir nichts. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall mal das Scharfschützengewehr austauschen gegen den neuen Raketenwerfer. Um mal zu gucken, was der so kann. Boah, coole Sache. Ja, da muss man sagen, die Raketenwerfer und die Waffen im Spiel sind allgemein recht geil. Hat er schon nachgeladen? Ja, sieht so aus. Das heißt, jetzt aber definitiv ab zum Auftragspunkt. Und mit dem Granatenwerfer haben wir auf jeden Fall ein paar ganz gute Ausrüstungsgegenstände, mit denen wir auch die dicken Viecher kaputt kriegen. Ich wollte jetzt nochmal kurz was nachgeguckt haben. Ob wir schon neue Kopfschutze haben. Nein, das sieht nicht so aus. Und Kleidung haben wir auch nichts Neues. Gut, dann belassen wir es erstmal dabei. Ach ja, stimmt, dafür hätten wir erst alle Loks finden müssen. Aber da habe ich es bisher immer noch nicht geschafft, mich da zu informieren, wo man die alle findet. Deswegen erstmal ganz normal weitermachen. Ich habe mich auch mittlerweile... Vielleicht sollte ich dir ein paar Infos über die Archimatrix geben, damit du verstehst, wonach wir suchen. Die Archimatrix ist ein Teil des Archenkerns, der die überlebende KI des Kerns reguliert. Die Archenmatrix ist nur eine von 2 Archentech-Komponenten, die von Bach noch braucht, um mit seinem Archenkern-Experiment weitermachen zu können. Na, machen wir erstmal hier das Hellback-Lager weg. Na, wo sind sie? Da. Weil das habe ich gerade so auf der Karte schön gesehen, deswegen habe ich gedacht, gehen wir da erstmal hin. Boah, Arschloch, ah, scheiß Säure, Back. Heilige Scheiße, komm, verzieht euch. Oh, wo kommt ihr immer her? Na, noch ein Schuss. Oh Mann, der wäre ja völlig daneben. So, jetzt holen wir uns erstmal das Ding hier. Wenn der Bug uns in Ruhe lässt, natürlich. Super, Probe hat geklappt. Au, 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 au. Immer noch nicht tot? Gibt's ja gar nicht. Wo ist der Dicke? Da ist er. Und weggesprengt. Sehr schön. Ich mag diese Waffe. Also die ist echt genial. Achtung, es sind jede Menge Hellbugs zu uns unterwegs. Oh, 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 oh. Probe erfolgreich genommen.
Na, lad nach! Heiligsblechle. Was? Was ist das? Heieieiei. Kommt her. Ein paar Schüsse habe ich noch für euch. Einmal den. Sehr schön. Dann einmal den. Dass sie beide treffen. Auch sehr geil. Da ist schon mal wieder einer tot. Nein, da noch nicht. Aua. Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Weg, weg, weg. Oi, 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 oi. Komm schon. Warum sterben die denn nicht? Oh, nicht schon wieder. So, der ist auch hinüber. Nächste jetzt einsammeln, hätte ich mir das nicht gemacht. Schnell. Probe genommen. Sehr schön. Wir hatten niemals eine Chance. Ja, mit der Waffe sowieso nicht. Die gefällt mir richtig geil. Vor allen Dingen für große Monstermassen kommt das richtig gut. Gute Arbeit. So, hier noch einmal sammeln. Probe erfolgreich genommen. Und welche den? Dann noch den hier. Probe genommen. So, damit. Wir sind darin richtig gut, was? Haben wir das auf jeden Fall abgeschlossen, kriegen ein paar zusätzliche Erfahrungspunkte und steigen dann auch bald schon wieder im Ego-Level auf. Da fällt mir gerade ein, haben wir eigentlich alle Punkte schon verteilt beim letzten Mal oder haben wir schon wieder welche? Ne, wir haben keinen Punkt mehr, also schon alles verteilt. Das freut mich. Dann kann es ja weitergehen zu unserem Missionsziel. Ja, das sollte man auf jeden Fall. Die andere Komponente, die noch benötigt wird, ist die Zelle, die den Stromstoß erzeugen wird, wenn sie mit dem Turm verbunden ist. Das ist auf jeden Fall, was man definitiv machen sollte. In diesem Spiel auch die ganzen Nebenmissionen, an denen man vorbeikommt, einfach mal mitnehmen. So, haben wir eine Farm gefunden. Ach, das ist diese Mission. Stimmt, ich erinnere mich wieder dran. Also jetzt komme ich auch bald in den Bereich, wo ich blind bin, weil ich da nicht mehr weitergemacht habe. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hin müssen. Ist das da schon eins? Ne, das ist dieses Waffenlager. Hier oben müssen wir einmal hin. Oh je, ich hätte vielleicht mal nachladen sollen. Stimmt, hier sind ja, ist ja der Bugbefall auf dieser Farm. Ach du Scheiße. Ja, mittlerweile sind die Waffen so gut, wenn wir da auf die empfindlichen Stellen der Bugs treffen. Wenn wir da auf die empfindlichen Stellen der Bugs treffen, da sind die Dicken auch relativ schnell weg mit der Waffe. Mein Gott, was ist denn hier los? So, noch einer. Ja, da hinten ist noch einer. Da hinten war einer. Und ihr habt es ja gesehen, wie schnell der dicke Bug weg war. Na komm schon. Ach du Blödmann. Au. Ich hab doch nachgeladen. So. Das sollte sie aufhalten. Das erste Ei zerstört, also schon mal etwas weniger Bugs auf dieser Farm, die hier rumschlawenzeln und die Farmer belästigen. So, drei Stück haben wir noch vor uns. Ja, ja, ein ganzes Magazin draufballern. Jawohl, hat jetzt geklappt. Kommen sie nicht wieder. Na, da hatte ich gerade einen Zittering in der Hand. Man hat es total gesehen. Du wolltest mich doch wohl nicht anspringen? Ja, ich kümmere mich ja schon um die ganzen Bugs. So, ich würde sagen, machen wir erst den da hinten. Und dann können wir weiter in die Farm rein.
Den hat man down. Den Dicken auch. Die Dicken sind ja mit die gefährlichsten. Ich weiß gar nicht. Haben wir schon die ganz Dicken gesehen? Ne, ich glaube, wir haben nur die Mittleren gesehen bei einem Eichenfall einmal. Ah, das bringt ja gar nichts. Da müssen wir so drauf schießen. Es gibt wirklich gigantisch große Bugs, die im Verlauf des Spiels noch kommen. Aber ich denke mal, die werden wir auf jeden Fall noch zu Gesicht bekommen.